Ja, danke für den Tipp. Da benutze ich die Tränke erst später. Ja. Ich hätte sie jetzt irgendwann benutzt, wenn ich sie gebraucht hätte. Oh, was haben wir hier Schönes? Flammenverstärker. Oh, unsere erste Verstärkung. Fügt euch feuerverwundbares Wesen zusätzlichen Schaden zu. Über das Waffenmenü könnt ihr diese Verstärkung an eure Waffe binden. Nicht vergessen, dieser Effekt ist dauerhaft. Waffenverstärkungen können an manchen Waffen angebracht werden, um diese speziellen Kräfte zu verleihen. Wählt dazu erst eine verstärkbare Waffe aus eurem Inventar und dann die Verstärker aus. Wurde eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie sich nicht mehr entfernen. Er kann sie nicht mehr entfernt werden. Jede Waffe hat eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Verstärkung, also nutzt diese Weise. Oder manche haben gar keine Verstärkung. Es gibt's natürlich auch. So, hier haben wir erstmal alle Banditen geklärt. Alle umgebracht. Wir sind Mörderbanditen. Na gut, wir sind Mörder von Banditen. Eigentlich macht uns das ja nicht anders als Banditen. Und eine Dämonenbrühe. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Zum Beispiel einen Knuschmackküken essen? Ihr seid so gemein. Was furchtbar Böses. Hey! Nicht böse, Ganok. Nein, ich wollte ihm kein Geld geben. Verschickt doch nicht mein Geld. Wir machen das. Okay, da muss ich wirklich irgendwie ein Knusperhühnchen oder sowas vor dem Essen. Wir frotzen ihm einfach in die Nase. Ich meine, er ist ein Tor, er kann sich nicht wegbewegen. Ach, da werde ich schon getroffen. Ey. Ich bin schlecht. Ich bin so schlecht im Nahkampf. Ich hätte erstmal links gehen können, hätte ich einen Porter freigeschaltet. Großes Wespenvieh besiegt. Oh, holen wir uns erstmal den Teleporter, da ist ja auch der letzte Gegner. Ach ja, es ist so toll, dass diese Levelfächerung eigentlich ganz groß ist. Es ist eigentlich recht linear, aber man kann trotzdem schon überall hin, wenn man lustig ist. So, der Dark Portal freigeschaltet. Geh zurück. Weil wir brauchen es ja nicht, wir wollen ja unsere Quest weitermachen. Questen ist gut. Questen ist sehr gut für uns. Knusper Hühnchen essen. Knusper. Ich glaube, das ist an O zu viel drin. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Höher als 0? Ich glaube, das geht nie. Das geht gar nicht. Das ist ein Mythos. Höher Kampfmultiplikator als 0. Das labert der Typ hinter. Greatwood Höhle. Zu Hobbs gibt es auch eine recht lustige Geschichte. Hobbs sind mal einst mal Kinder, die irgendwie alleine im Wald gelassen wurden. Die wurden so zu Hobbs. Oh, die machen Schaden. Hier ist noch eine Dämonentür. Noch mehr dämonenhafte. Habe ich das Gold aufgesammelt? Ich habe das Gold aufgesammelt. Bevor euer Kampfmultiplikator nicht höher ist, gehe ich nicht auf. Oh ja, das war eine blöde Dämonentür. Wo kriege ich jetzt einen guten Kampfmultiplikator? Ah, hier ist die Haupthöhle. Machen wir erstmal das Gebüsch dauerhaft weg hier. Und nehmen da diesen Mana-Trank mit. So. Ah, du Noob bist gegen Hobbs verreckt. Noob. Rotes Fleisch hatten wir auch schon mal. Haupthöhle müssen wir ja nicht hin. Wir müssen in den Darkwood. Na gut, was glaube ich. Ja. Ja, irgendwie so ähnlich. Ich weiß zwar nicht, worauf das bezogen war, aber ich sag mal ja. Oh, aber sei Dank, dass ihr hier seid. Die Quest. Ich dachte schon, wir müssen in diesem Höllenloch sterben. Wir müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern. Und Balverins. Balverins. Ich bin der Meinung, Balverins konnte man im ersten Teil eigentlich nur töten, wenn man eine Silberwaffe hatte. Wir haben keine Silberwaffe. Direkt hinter hätte jetzt auch hier erst einmal eine Rüstung ablegen sollen. Verdammt! Ja, das mit der Folgen, das hatten wir schon mal. Wir haben ja schon einen eskortiert. Im Darkwood findet ihr Skorms Kapelle. Erfreut die Götter und sie lassen das Böse in eure Seele. Aha, das war jetzt der Tipp, dass wir eigentlich die Händler auch an die Kapelle hätten weitergeben können. Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen!
Er darf uns nicht folgen. Er ist infiziert. Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen. Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mache keinen Ärger. Ja, wir müssen ihn eigentlich mitnehmen, weil wenn wir ihn nicht mitnehmen, dann werden wir nämlich böse. Und da wir ja ein guter Mensch sind, müssen wir allen Menschen in Gefahr helfen, auch wenn das wahrscheinlich die Gefahr der Gruppe macht, ne? Es ist schlimm, dass ich das alles noch weiß. Ja, der Drachenherz, der ist der Mastermind, der weiß noch alles. Alles weiß er von diesem Spiel. Ey, mit 30, netter Kratzer auf der Brust. Silberwaffen sind nur effektiver. Danke sehr, ich bin euch sehr dankbar. Ja, ich weiß damals, ich hatte noch einen Silberhammer. Mit dem habe ich die Viecher einfach weggehauen ohne Ende. Das war cool. So, hätten wir den natürlich jetzt nicht mitgenommen, hätten wir natürlich mal zwei, die wir beschützen müssen. Jetzt haben wir drei zum Beschützen. Ja, folgt mir doch einfach. Ihr folgt mir. Es ist einfach, es ist besser. Wiederbelebungsfiole. Piole. Das ist das wahre Händlerleben. Warum könnt ihr nicht einfach zum Picknickplatz gehen? Ein Picknickplatz ist doch viel besser. Balverance. Meine Stimme ist dafür nicht da. Wir hätten nie hierher kommen sollen. Warum? Zieh deine Waffe, Junge. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Oh Gott, der hat mich auf was umgehauen. Habt ihr Tränke oder Essen? Also der Nahkampf ist echt innovativ. Wie man so schön sieht. Sollen sie nette, gefahrlose Jobs. Das gehört eben zum Job, Freund. Das ist nichts. Seid gewahr, Reisender. Ich gewähre nur den kampferprobtesten Durchlass. Wenn ihr möchtet, prüfen meine Hüter eure Kräfte im Kampf. Nee, das ist... Steht ihre Herausforderung... Ja. Nee, das ist gerade schlecht, wenn ich hier Händler verteidigen soll und dann noch zusätzlich Kämpfe machen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Nee, lieber nicht. Lassen wir lieber. Bringe ich einfach jemanden um, wenn ihr kein gutes Geschäft wartet. Da bin ich ganz sicher. Ja, er wird uns einfach umbringen. Er ist böse. Diese Sporen sind tödlich. Alle auf Distanz bleiben. Ein Gargant. Ein Stück rein schwarzen Gargants. Ein perfektes Geschäft. So, aber ich glaube, diese Sporen konnte man ganz einfach das hier mitmachen. Ich will damit auch ja nicht daneben schießen. Bam. Das erinnert mich an meine Anfangszeit als Händler. Aha, bitte erzähl mir mehr, das ist so interessant als Händler. Aber ich werde jetzt ein Nahtgeschäft aufmachen. So. Leckt leider während der Kämpfe. Das ist jetzt ganz blöd, dass ich jetzt erst erfahre. Aber jetzt nochmal den Stream neu starten. Ich hatte eigentlich so gedacht, ich streame so 3 Stunden. Wie immer. Und dann höre ich für heute auf. Muss auch noch ein bisschen Hausarbeit machen. Da müssen wir zusehen, dass wir nicht viel kämpfen. Blöd. Das heißt also, der Lag war schon die ganze Zeit über im Stream, oder wie? Als Händler. Ich wusste, heute wird es schlimm. Ich wusste es einfach. Na gut, dann müsst ihr jetzt noch die Viertelstunde damit auskommen, bis wir die Leute hier durch den Darkwood gebracht haben. Und dann geh. Ich glaube, der steht nicht. Beim nächsten Stream stelle ich die Bitrate wieder ein bisschen runter. Dann sollte es hoffentlich gehen. Wir müssen uns beeilen. Hinter dem nächsten Tor liegt ein Händlerlager. Wir müssen aber vorsichtig sein. Wir sind bestimmt nichts da. Alter, greift mich an, verdammter Mann. Was soll denn das? Warum greifen die denn nicht mich an? Warum sind die beide sofort auf die Hände gestürmt? Das ist so unfair. Achso, na gut. Dann raide mal du dein Destiny-Drachenherz. Man schreibt sich später bestimmt nochmal. Irgendwann. Lederstiefel! Können wir leider nicht ausrüsten, weil wir die Quest nackig machen müssen. Ziemlich nützliche Lederstiefel. Gehe ich von durchaus. Gehe ich aus von, dass das so nützlich sein. Egal.
So, jeder Händler hat schon Schaden gekriegt, weil die Idioten... Du greifst den Händler nicht an. Böser Bandit. Böse. Böse, hast du gehört? Du bist böse. Diese Reise scheint gar kein Ende mehr zu nehmen. Noch mehr Banditen. Hör auf, den Händler anzugreifen, verdammt nochmal. Greift mich an, verdammt nochmal, aber nicht die Händler. Alter! Deswegen hasse ich Eskortenquests, nicht nur in diesem Spiel. Aber die kann man ja nicht irgendwie heilen, oder? Shit! Ja, dann verreckt der eine leider fast. Ich glaube, ich schaffe auch die eine Heldentat dadurch jetzt nicht. 250 Gold! Yeah! Damit können wir uns schon fast ein Haus kaufen. Wenn ihr das für übel haltet, hättet ihr bei meiner letzten Reise dabei sein sollen. Greif ja nicht die Händler an. Wir haben mir den Kopf abgeschlagen. Nein, du sagst... Ey! Du sollst nicht die Händler angreifen, verdammt nochmal. Wenn man die wenigstens heilen könnte, ne? Ich glaube, ich muss mir irgendwie einen Heilungszauber zulegen oder sowas. Aber da wir sie jetzt sowieso hier getriggert haben, eine befestigte, gut beschützte Straße bauen, was? Können wir auch hier hinten lang gehen. Gucken, ob hier noch irgendwo eine Truhe rumsteht. Es kann nicht mehr weit sein. Und dann möglichst schnell hier wieder raus. Da, gut, Lager. Heilt euch, meine Freunde! Schau, heilt euch! Da ist das erste Lager. Wir könnten hier wohl warten, wenn ihr anderes zu tun habt. Ja, wir können ausruhen und unsere Vorräte auffrischen. Ja, am besten ihr heilt euch auch mal. Wie geht es euch? Wie läuft das Geschäft? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich gehe zum Grabhügelfeld. Da müsste richtig Kohle zu machen sein. Oh, die ist sogar besser als unser Schwert. Diese Waffe zeigt Anzeichen ihrer Knotenhole-Glade-Herkunft. In Mustern des Bindewerks, das sich geometrisch um den Kopf herum findet. Was? Achso, ah, oh, ich verstehe. Ich schneide. Solche Verzierungen weisen darauf hin, dass die Waffe mehr als nur das Werkzeug eines einfachen Kriegers ist. Direkt hinter euch! So, dann rüsten wir die auch gleich mal aus. Ausrüstung. Waffen. Wir wollen Waffen. Stahlspitzhammer war schlechter. Es ist besser. Verstärken könnten wir es jetzt schon einmal. Ja, komm. Wir verstärken es einmal. Ja. Wir finden noch genug Verstärker irgendwann. Das ist ein Albtraum. Möchtet ihr vielleicht haben? Dunkeldörfler. Ja gut, es bringt uns jetzt noch nichts, wenn wir uns Sachen kaufen. Weil die Quest ist sowieso ohne. Was haben die hier? Waffen. Vielleicht brauchen wir mal eine neue Schusswaffe. Schusswaffe, Kategorie wechseln. So. Plus 10, plus 30, plus 50. Ach, das kostet aber so viel. Plus 70. Und ich glaube, die findet man auch in Truhen. Es ist gar nicht mal so gut, dass wir jetzt die Waffen kaufen. Also, dunkle Wirbeltätowierung. Brusttätowierung. Das heißt, wenn feindliche Krieger dieses verwirrende Bild nur erblicken, würden sie schon wahnsinnig werden. Eine Tätowierung kann laden. Ja, das hoffe ich mir auch, dass alles gut wird. Ladenbesitzer, Spielmeister. Spielt Blackjack! Blackjack! Ja! Wiederbelebungsviole. Wow. Können wir leider nicht auf unsere Kumpels beantragen, nutzen, aber. Naja. Naja, wenn einer von denen stirbt, dann haben wir eben halt eine Großheldentat weniger. Aber wir schaffen das! Wir schaffen das, dass alle drei überleben! Wenn wir nicht schon wieder gegen drei von diesen verdammten Typen kämpfen müssen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich werde jetzt ein Ladengeschäft aufmachen. Wir könnten... Ach ne, wenn wir zurückgehen, dann respawnen ja auch alle Gegner. Das ist ja auch schlecht. Das erinnert mich an meine Anfangszeit als Händler. So. Hitchhot! Hey!
Ich glaube, der hat den Kopf verloren. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber wir machen jetzt auch so, weil wir es schon geskillt haben, machen wir jetzt auch schon so viel Schaden. Komm ab! Ohne Kopf lebt es sich leichter, ne? Nicht so viel zum Nachdenken, Minion. Wir sind bestimmt in 0, nichts da. Was ist das denn? Man sollte meinen, die würden hier eine befestigte, gut beschützte Straße bauen, was? So. Mir ist flau im Magen, aber keine Bange. Mir geht's ganz gut. Mir geht's nur gut, ich verwandle mich nur. Bestimmt kein geht Anlass voran. Zur Sorge. Ich weiß ja nicht, wie... Erlöse mich doch jemand von meinen Schmerzen. Ja, das tun wir doch. Ich erlöse dich gerade, keine Sorge. Wir sind bestimmt in 0, nichts da. Ja, ja, keine Panik, keine Panik. Wir müssen hier nur noch ein paar Banditen ausschalten. Oh, das sollte ja nicht schwer sein, so wie wir es hier gerade sehen. Ich finde, ihr solltet euch keine Sorgen machen. Zack. Wenn nur ich überlebe, kümmere ich mich gerne um eure Waren. dieser Händler, ne, der ist echt nett. So. Die Verwandlung wird in Kürze beginnen. Wir müssen uns sputen. Ja, ja, keine Panik, keine Panik. Ich brauche nur so ein bisschen Zeit. Diese Reise scheint gar kein Ende mehr zu nehmen. Das sind Hops. Wenn ihr das für übel haltet, hättet ihr bei meiner letzten Reise dabei sein sollen. Ja, ich treffe sie nicht. Ich verwandle mich. Bleib weg von mir. Was, du verwandelst dich? Ich glaube, das ist auch geskriptet. Man kann ihn gar nicht... Direkt hinter euch. Ja, ist das geskriptet. Bleib weg von mir. Oh Gott, er hat sich in einen Bellwurm verwandelt. Werwolf! Ich hoffe, ihr werdet nicht gebissen. Er hat eh keine Chance. Verdammt. Jetzt ist komm. Jetzt komm her, Wolverine. Da bist du ja. Kleiner, süßer Wolverine. Wo ist denn nicht nötig mit seinen Krallen? Mit seinen Zähnen? Und den Menschen aufreißen kann, regelrecht. Ist der nicht niedlich? Oder macht 60 Schaden? Mips! Warum habe ich ihn abgesichert? Ich brauche hier etwas Hilfe. Wo bist du, kleiner Bellwurm? Ich denke, ich bin nicht süß. Todesab. Ah, schön. Wiederbelebungsfiole. Ach, der hat sogar doch noch was gedroppt. Und die Hopfarm auch Gold verlieben lassen. Diese Reise scheint gar kein Ende mehr zu nehmen. Auf zum Darkwood Bear. Weißt du, es kommen noch mehr. Noch mehr Balverins sind auf dem Weg. Es ist böse, Sambosch. Es kann nicht mehr weit sein. Wir müssen es gleich geschafft haben. Keine Sorge, wir haben es gleich. Ich glaube, ich bin in was Nasses getreten. Holt mich hier raus. Wir sind jetzt fast da. Ja, noch ein Stückchen weiter und wir sind da. Hä? Was in Avos Namen war das? Wo ist der zweite? Ganz bestimmt nichts Gutes. Hä? Sind die beide genau ineinander oder wo ist dann? Ja, die sind beide genau ineinander. Bugs. 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 Überall, wo man guckt. Bugs. Oh, ja. Ein Golem. In Fable 2 waren die Kacke zu besiegen, weil man sie nur besiegen konnte. Autsch. Indem man so kleine Leuchtepunkte auf ihren Rücken besiegt hat. Gut gehauen. Ja, da hat er mich umgehauen. Ach, da muss ich mich dann wahrscheinlich nach hinten rollen. Dark Souls sei Dank, dass man so ein bisschen ausweichen kann. Aber ich bin ja natürlich zu blöd für solche. Oh, okay. So. Ich bin natürlich zu blöd für solche Mechaniken. Ich kenne das. Ich riskiere zu viel. Futter vor dich. Was? Futter vor die Trolle? Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Oh, das ist ja klar. Trolle. Trolle. Ja, wenn man einmal auf dem Boden lag. Ey, ich war doch schon lange nicht mehr im Radius. Attacke. Du kannst gar nichts. Du kannst mir nichts. Nee.
aufgenommen werden. Ich komme nicht aus dem Radius raus. Jetzt verbrannte ich meine ganzen Heil-Items. Wenn ich zu blöd bin, seiner Schockwelle auszuweichen. Aber ist einfach so. Und stimmt. Einseitiger Kampf ist einseitig. Stirb. Hooray, ein Rubin. Ein überaus roter Rubin. Von viel begehrt. Rote Rubine sind rot. Boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Grabhügelfelder, wir haben es geschafft. Wir haben ihr zwei... Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Hier entlang, folgt mir. Tja, dann aktivieren wir hier erstmal das Ding. Dann folgen wir den beiden. Juh, geschafft. Wir sind gut. Wir haben es geschafft. Hip, hip, hooray! Ich kann es kaum glauben, dass wir da sind. Danke sehr. Und sogar fast unangeschlagen. Ah, da seid ihr ja. Wir haben euch erwartet. Habt ihr das? Belohnung, Händlerfeder. Und setze Rail Lanka. Was auch mein Lanka ist. Das wird gleich nochmal übersetzt. 2 von 3 Großtaten haben wir geschafft. Welche haben wir denn nicht geschafft? Welche waren das? Nehmt keinen Schaden. Das war klar, dass wir die nicht schaffen, aber wir haben immer 2 von den Großtaten geschafft. Ein echter Mace Brocken. Wünscht euch wieder zu sprechen. Ihr findet ihn in der Ork Whale Taverne. Wir haben's geschafft. Es schien recht dringend zu sein. Für eure große Hilfe. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Selbst Helden müssen sich ausruhen. Wenn ihr spürt, dass eure Augenlider schwer werden, sucht euch ein Bett und macht es euch gemütlich. Wir legen uns einfach neben diese Dame da. Ihr wisst schon, ne? Knickknack. Binnen eines Augenblickes wird die Nacht zum Tag und der Tag zur Nacht. Oh nee, die schnarcht. Da kann man ja nicht schlafen. Oh, guck mal, das ist ein blauer Pilz. Die brauchen wir. Blauer Pilz. Dieser Pilz ist extrem selten. Normalerweise wächst er hoch in den Bergen. Die Pilze sollen eine merkwürdige Wirkung auf die haben, die sie essen. Hey, Dieb, Dieb, er stiehlt meinen Pilz! Stopp! Das stimmt nicht. Goddammit! Tut uns leid. Hoppala. Passiert. Kann passieren. Muss ich mit leben jetzt, wohl oder übel. So. Ich würde jetzt ansonsten zurückgehen und nochmal genau gucken, ob ich noch irgendwelche Sachen habe. Ich wollte mit dem Pilz einen netten Haufen Gold verdienen. Jetzt werde ich nie zu Madame Minche reisen können. Tja, dafür bin ich aber trotzdem unter 750 Gold losgeworden. Verfluchter Scheiß. Damit. Ah, ärgerlich. Naja, kann ich nichts gegen machen. Ich bin halt ein böser Langfinger. Und wurde fast ertappt. Wenn ich nicht ertappt worden wäre, dann hätte es auch niemand gemerkt. Ich sollte mir angewöhnen, erstmal mit den Leuten zu reden, bevor ich einfach Sachen aufsammle. Aber diese Kleptomanie ist einfach so schlimm, so stark. Oh, ein Saphir. Ein prächtiger Saphir. Wie ihn die meisten gern hätten. Die Texte wiederholen sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Liegt hier noch irgendwas hinter? Nee, ist nichts. Ach, hier ist gar nichts. Nichts. Oh nein, nicht schon wieder. Noch ein knochiger Abenteurer, der meine Reichtümer plündern will. Mich interessiert euer dürrer Kadaver nicht. Nehmt erst mal zu. Ich will fleischiges, fettes, dickes, schweiniges. Eine perverse Dämonin. Seid kein Sklave der öffentlichen Meinung und esst mehr. Kuchen, Fleisch, Bier, egal was, nur viel davon. Esst euch dick und fett, dann seid ihr hier willkommen. Dick und fett essen. Ja, ja. Ich glaube, diese Dämonentür hat einen Dickheits- oder einen Fettfetisch. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wo geht's denn hier? Wo sind wir denn hergekommen? Wir sind von hier gekommen. Ach, wir gehen diesen Weg irgendwann anders mal wieder zu Fuß. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur... Ah, ne, wir gehen erstmal nach Bowerstone. Dann kaufen wir uns erstmal das Haus, vermieten es... Kriegen dadurch ein paar schöne Einnahmen.
verdient dadurch mehr Geld, Profit und so. Erster Schritt, Häuser kaufen. Zweiter Schritt, dritter Schritt, Profit. Und was wir dann noch machen? Wir können eigentlich mal wieder unsere Rüstung anlegen, fällt mir gerade so auf. Das kranke Kind. Eine Quäschte. Tagebuch, Fertigkeiten, Werte, Rüstung. So. Kein Hut haben wir. So. Dörflerhandschuhe haben genau dieselben Werte. Brauchen wir nicht. 47, eine Lehrlingskapuze. Lehrlingsgewand. Ja, wir machen mit Kapuze. Wir müssen unser Gesicht verhüllen. Wir sind immer eine Assassine. Wir sind entweder Alter I oder Ezio Auditore. La Firenze. Lehrlingsgewand oder Dörflerhose. Lehrlingsgewand. Lehrlingsstiefel. Dörflerstiefel. Nee, wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Attraktivität minus 5. Wir sind nicht mehr attraktiv mit Lederstiefeln. Boah. Aber wir sind jetzt ein Lehrling. Gibt es tagsüber hier auch noch mehr Quests? Jetzt haben wir hier wieder 3 Symbole. Auf Arcade. Was ist das denn hier für ein Quest? Ach, das ist doch Donner. Seht mal an, wer da ist. Der mag uns Ihr nicht. Wollt mit den anderen Kindern spielen, ja? Whisper hat leider eine Schwäche für euch. Sie hätte euch auf der Farm eine Lektion erteilen sollen. Sie lernt es noch. Ich hoffe nur, ihr kommt mal beide in die Arena. Dann sehen wir ja, wer der größere Held ist. Ich. Aber genug Zeit mit Reden verschwendet. Der Gildenmeister braucht mich in der Gilde. Er kann wichtige Quests nicht Neulingen wie euch überlassen. Ich bin Arschgesicht, ja? Der große Arschgesicht. Ich kann ja wohl manche Quests für mich beanspruchen. Oh, keiner nimmt mich ernte. Nein, wir vermieten es noch nicht. Denn, wenn wir es vermieten, können wir es nicht plündern. Das können wir gerade auch noch nicht, weil es ja noch nicht zu plündern gibt. Man kann manche Häuser erst freikaufen. Also man muss manche Häuser erst freikaufen, um zum Beispiel jetzt wie hier auf den Balkon zu kommen. Und dann steht auf dem Balkon eine Truhe. Und in der Truhe ist ein super Secret Mega über Artefakt. Was dann aber auch wirklich erst geht, wenn man sich das Haus gekauft hat. So. Wir werten das Haus natürlich voll auf. 1400 Gold. Plündern es jetzt. Wenn es sich plündern lässt. Nein, lässt es natürlich nicht. Aber je nachdem, wie wir unser Haus aufrüsten, desto mehr Miete können wir verlangen. Und desto mehr Geld kriegen wir halt. Guck mal, sieht das hier nicht hübsch und adelig aus? Und ich weiß immer noch nichts hier. Verdammt! Mist, Mist, Mist! Dann vermieten wir es. Weil wir haben ja eh noch keine Frau, die wir heiraten können. Wir werden nicht geliebt. Nein, wir wollen es vermieten. Wir wollen es nicht verkaufen. Nein, nicht verkaufen. Möchtet ihr? Nein. Ich frage mich nur, wie viel Mieteinnahme wir jetzt für das Haus kriegen. Wir haben es ja jetzt so mega uber aufgerüstet. Was? Oh, hallo. Vergebt mir. Mein Name ist Gaut. Ich bin der Direktor dieser Schule hier. Allerdings macht die Schule derzeit nicht viel her, so wie Lady Grey ständig unsere Gelder streicht. Ach, jetzt willst du auch noch spenden, sie hat die halbe Bibliothek verkauft. Als ob Willen wichtiger wären als Unterricht für unsere Kinder. Aber egal. Wenn ihr uns geeignete Bücher stiften könnt, die ihr auf euren Reisen findet, tätet ihr uns einen großen Gefallen. Ha, wusste ich doch, dass man Bücher spenden kann. Aber da wir noch keinen Doppelten haben, werde ich auch noch keine Bücher spenden. Einfach, weil ich nicht will. Kikariki! Da ist nichts. Manchmal ist auch in den verwinkelten Ecken noch eine Truhe zu finden. Wir haben einen blauen Pilz, haben wir schon für dich so viel Geld bezahlt, aber oh, das tut mir immer auch weh. Barbier. Handeln. Normaler Haarschnitt. Ach, wir sollen ja den Kochtopf für den einen Herr anlegen. Gruselfaktor minus 50. Der alte Mace dürfte in der Taverne in Oakvale sein. Jetzt sieht man gar nicht unsere schöne Frisur, weil die Kapuze aufhaben. Wir wollen natürlich unsere schöne Frisur sehen. Also. Ja, Moment, hier machen wir schon richtig. Kein Hut. Lehrlingskapuze. So. Hey!
Du sollst dich nicht ausziehen, du sollst dir die Lehrlingskapuze ablegen. Mein Junge, ich glaube, du bist ein kleiner Exhibitionist hier, ja? Lehrlingsgewand tragen. So, wir sind schon grauhaarig.